Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade hier im wunderschönen Willig und ihr könnt es nicht glauben, aber ich habe ein Motorrad organisiert. Oder besser gesagt, wurde mir eins angeboten. Genau dieses Motorrad, ist ein richtig krasses und vor allem schnelles Motorrad, werden wir heute abholen. Hallo, David mein Name. Du bist die Jenny. Du hast beim letzten Mal ja versucht, mein Pitbike anzukicken. Als wäre ein erster Kick, ich kann ja nur gefährlich werden. Würdest du sagen, dass du da Talent hast? Du machst das im Verein. Und die kickst du auch immer an? Leider nein. Das ist deine Maschine? Noch. Noch? Verkaufst du. Du verkaufst sie, echt? Und du bist sicher, dass du mich jetzt damit fahren lassen möchtest? Ich hoffe, du bist gut versichert, falls du die kaputt machst. Das hoffe ich auch. Also nimm mir mal ein paar Eckdaten. Was ist das für ein Baujahr? Was hat die für Leistung? Ich kenne mich mit Supersportlern, muss ich gestehen, echt gar nicht aus. Das ist ein 2016er Baujahr, also eine RJ155. Das ist das letzte Modell ja ohne ABS. Ohne ABS? Ohne ABS. Rein hypothetisch, wenn ich die jetzt kaputt mache, wärst du dann sehr sauer? Die sieht halt einfach nur heftig aus. Die Front mit diesen riesigen Scheinwerfern. Auch hier das Heck, schön spitz. Frisch-TÜV. Frisch-TÜV? Frisch-TÜV. Frischer-TÜV. Frisch-TÜV. Ja. Am 10.10. um 10.10 Uhr, um 10.10 Uhr, um 10.10 Uhr, um 10.10 Uhr, um 10.10 Uhr. Das mit dem F, das lassen wir. Zwar nicht schlecht. Respekt. Geil. Wie ein Affe auf dem Schleifstein, ich sag's dir. Jetzt kommen hier überall Autos, Mann. Och nee, warum kommen denn jetzt hier so viele Autos, Bruder? Geil! Leute, 10 Tage war ich nicht auf dem Motorrad und jetzt plötzlich auf einer Yamaha R6. Ist das geil, Mann. Ich bin mal gespannt, wenn wir gleich auf der Autobahn sind, wenn die Klappen aufgehen, wie das Ding dann dröhnt. Also ich sag euch, das wird wie so ein kleiner Formel-1-Flitzer werden. Alter! Alter! Holy shit! Habt ihr das gesehen? Da hat mich einfach fast eine Taube getroffen. Digga, war das knapp. Alter! Es hört sich einfach original an, wie so ein kleiner Formel-1-Wagen. Digga, es hört sich so gut an. Drauf auf die Autobahn! Drauf! Also Jenny wird mich wahrscheinlich dafür umbringen, aber ich werde gleich Wheelies versuchen. Ach so, David, was ich dir vergessen hatte zu sagen. Mach bitte auf gar keinen Fall Wheelies, sonst bin ich richtig pisst. Keine Wheelies, David. Ich mein's ernst. Ja, Mann. Okay, das ging besser als gedacht. Also Jenny, wenn du das siehst, ich hab dich sehr lieb und es tut mir echt leid. Wirklich. Ah. Alles klar, Bruder. Hallo. Was war das denn für ein Manöver? Das war ganz schön knapp vorhin, ne? Da bist du gerade rechts abgebogen und ich kam gerade da. Ich musste auf unter 40 runterbremsen. Es war knapp. Perfekt, sie sagt einfach so, okay, alles klar, Digga. Sie hat es überhaupt nicht geblickt, sie hat mich überhaupt nicht gesehen. Sonst hätte sie sich ja jetzt gerade daran erinnern, hätte gesagt so, ja, sorry, Digga, wollte ich nicht. Sie hat mich einfach nicht gesehen. Wir können jetzt eigentlich mal meine Mom ein bisschen hops nehmen, weil sie weiß ja, dass meine alte Maschine kaputt ist, aber sie kennt noch nicht meine neue. Das heißt, ich werde ihr jetzt einfach erzählen, dass das hier mein neues Motorrad ist und ich sag euch, sie wird ausrasten, weil sie mag so schnelle Motorräder gar nicht. Ja. Ja, bist du zu Hause? Ja. Ja, komm mal kurz raus hier auf die andere Straßenseite. Ich will dir was zeigen. Ja, das dauert aber einen Moment, ne? Ja, alles gut. Ich warte. Jo, bis gleich. Was ist das denn? Hab mir jetzt einen Sportler geholt wieder. Ist deiner? Ja, fährt fast 300. Ist halt mal was anderes. Ich bin jetzt immer super Moto gefahren. Jetzt wollte ich mal ein bisschen was Schnelleres haben. Glaubst du das irgendwie nicht so? Glaubst du mir nicht? Nee. Warum nicht? Ja, weil ich das irgendwie nicht will, dass ich so schnell fahre. Du willst nicht, dass ich so schnell fahre? Oh, Mutti. Hast du das denn jetzt so schnell hergeholt? Ja, habe ich mir gekauft beim Händler hier, bei Yamaha. 600 Kubik, dreht gut hoch, macht ordentlich Krach. Nee, ich glaube das jetzt einfach
Glaubst du nicht? Nee. Nee, ist auch nicht meine. Ich wollte dich ein bisschen verarschen. Wie würdest du das denn finden, wenn ich wirklich so eine kaufen würde? Ja, ich wäre unruhiger. Ne? Mir ist lieber, du machst deine Wheelies und alles ein bisschen ruhiger. Also Wheelies besser als schnell? Ich glaube schon, ja, weil Wheelies kannst du richtig gut. Danke. Es ist ein wunderschöner Sonntag und wir werden heute eine kleine Ausfahrt machen. Und zwar eine ganz besondere, denn ihr könnt es schon sehen, das hier ist so ein bisschen Need for Speed in Real Life. Schönen guten Tag. Du bist der? Daniel Mertens. Daniel Mertens. Und heute hast du aber was ganz anderes mitgebracht, und zwar den 34er Skyline von mir. Digga, das ist so ein unfassbar geiles Teil. Ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen Fast and the Furious Fan. Und gerade der R34, das ist halt das Auto. Durch die Filme sind die ganzen Dinger bekannt geworden. Also 26 und sowas. Alter, wie viel Leistung hat er so roundabout? Der hat zwei Maps drin quasi, zwei Abstimmungen. Einmal 380 und einmal 450. Aber da kommt auch noch Single Turbo und sowas. Was zahlt man für so ein R34 jetzt aktuell? Die sind ja deutlich im Preis gestiegen, oder? Das kommt halt immer auf Zustand an bei den Dingern. 60.000 bis 200.000 Euro. Also es ist echt eine Ehre, dass du heute mit dem Schätzchen hier bei 34 Grad im Schatten fährst. Danke. Sympathisch. Wir haben heute was ganz Besonderes, nämlich drei Nissan Skylines. Hier steht nämlich noch einer. Das ist ein R33, korrekt? 33, korrekt. Du bist der? Tobi. Der Tobi. Die Frittentheke, ist die Standard da hinten? Die sieht schon ganz schön brutal aus. Nee, die ist nicht Standard. Hast du da schon mal eine Pommes von gegessen? Ja, definitiv. Und ein Cheesy. Du bist der? Marc. Kein Skyline, sondern ein Nissan GT-R R35. Wie viel Leistung hat der so? Serie 550 und der S-Serie. Würdest du sagen, der Nissan GT-R ist ein Frauenmagnet? Nein, Männermagnet. Wenn du auf ein Treffen fährst, dann sind es eigentlich nur die Jungs, die fragen, geil, können wir mal reinsetzen, können wir mal eine Runde fahren. Mein Beileid. Ja. Was zum Henker machst du da? Das Auto läuft ein bisschen zu mager, schön ein bisschen Fettung. Jetzt gerade so mit deinem Notebook? Ja. Also ihr merkt schon, die Jungs, die meinen das ernst. Das ist nicht nur so, ja, wir holen uns jetzt mal ein paar japanische Autos und fahren damit, sondern das ist wirklich, Digga, wir tunen die Dinger und ballern damit. Ich meine, der Typ, der ist sowieso durch. Da hilft echt nichts mehr. Jetzt macht er das Notebook zu und dann fährt er weiter, ne? So, Gemisch angepasst. Aber ja, ich höre das, der läuft besser jetzt. Let's go! Need for Speed, Fast and the Furious und Super Moto Dream kombiniert. Natürlich, nicht nur ich bin gegen Tierquälerei, sondern auch die Jungs hier. Deswegen werden wir jetzt, ich glaube, bei dem da hinten, bei dem R33, den Silencer rausholen. Ist das korrekt, mein Lieber? Das ist korrekt. Ist mir wirklich sehr sympathisch. Alter. Junge. Und ich dachte, ich habe einen großen DB-Eater, aber das ist auch nochmal ein anderes Kaliber, was du da gerade rausgezogen hast. Lassen wir jetzt 2 Minuten abkühlen und dann geht die wilde Fahrt los. Uaiaiai. Ist abgesegnet, Sie dürfen weiterfahren. Alter! Digga, alle feiern das hier in Holland, das gibt's gar nicht. Junge, was ist denn mit deinem Heck passiert? Warum wabbelt das so rum? Sind wir hier bei Fast and the Furious? Geil! Ja, Mann!